Herzlich willkommen, YouTube, zu einem neuen Gameplay-Commentary zu Zelda Ocarina of Time. Ey, was soll denn das, du Arschloch? Das ist mein Let's Play. Na gut, du darfst schon wieder. Okay. Oh, ich bin gegen den C-Stick gekommen vor Wut. Gut, wir kommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal haben wir uns das Bigoron-Schwert geholt. Haben uns die goldene Schuppe geholt, die irgendwie hier ist. Mit der wir jetzt tiefer tauchen können und ja, jetzt sind wir im Wassertempel und ich bin natürlich alleine. Neben mir sitzt heute Elias, damit man wieder etwas Abwechslung ins Let's Play kommt. Guten Tag. Hi. Gut. Ja, heute ist das Gameplay natürlich mit, er spielt mit Link, mit dem Bigoron-Schwertaufsatz, dem komischen blauen Schild, blauen Klamotten und schweren Stiefeln. Und jetzt nicht mehr schweren Stiefeln. Ja. Gott, ist das hier alles verwirrend. Das Bigoron-Schwert ist unheilig und trotzdem stärker als das heilige Masterschwert, ne? Tja, das ist halt Masakasa und so. Masakasa, ja. Dieser Insider wird ewig ein Rätsel bleiben. Ja, ja. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren spekulieren, was ein Masakasa ist. So, was nehme ich denn auf die linke Teil hier? Ich nehme den... Die coole Ocarina, so. So, dieser Tempel hier wird von vielen als der nervigste Tempel im ganzen Spiel beschimpft. Von mir auch, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Also der Grund ist einfach, weil er extrem verwinkelt ist und unübersichtlich. Aber Sergio kann natürlich alles auswendig, ne? Ja, klar. So, dann, das viele am nervigsten war ja wirklich damals, dass man die ganze Zeit ins Hauptmenü kommen muss, um die Sache auf den Grund zu gehen. Verstehst du Wortwitz? Kann man die Stiefel nicht auf Schnelltasten legen? Nee, das ging erst beim Remake. Da haben die das dann gemacht, dass es ein C-Item ist und nicht ein Ausrüstungs-Item für die Rüstung und so. So, ich bin... Wo muss ich nochmal? Genau dahin muss ich. Boing, 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 boing. So. Boing, boing. Hey. Hey, das Bild wabbelt. Hey, du bist doch Ruto, die ich mal im den fetten Bauch von Yabu Yabu gerettet habe. Oh, wenn ich mich recht entsinne, Sarolf? Du bist Sarolf, oder? Ich bin es, Rutu, deine Braut, die Prinzessin der Zoras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Die samt der Hochzeit. Es war grauenvoll von dir, mich 7 Jahre lang warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten willst. Alter, die wollen wir doch gar nicht heiraten. Was wollen die? Sarolf, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Die verschwindet jetzt einfach übrigens. Die ist jetzt, die fliegt jetzt zwar nach oben, sie schwimmt jetzt zwar nach oben, aber wenn wir sie verfolgen, ist sie weg. Verschwunden. Wo ist sie? Das ist so mysteriös. Ne, sie ist jetzt da oben durch das Loch durch und dann hat sie sich wegteleportiert mit einem Kamehameha. Ja, übrigens, man kann das Schwert nicht unter Wasser verwenden, deswegen kann ich die Krüge nicht ohne weiteres. Kann ich aufheben. Ne, ich kann nur mit einem Enterhaken unter Wasser umgehen. Frag nicht wieso, ist halt so. Okay, macht doch Sinn. Mit den Pfeilen darum zu ballern, wäre irgendwie auch seltsam. Okay. Vielleicht wäre es mal ganz schlau gewesen, wäre ich vorher nochmal offscreen, hätte mir ein paar Sachen kaufen, dass da meine Rubintasche voll ist. Aber das ist jetzt egal. Es gibt eh so nichts, was ich mir kaufen könnte. So, wieder die Stiefel anziehen. Im Wasser. Und Link ertrinkt. Diese komische blauen Klamotten jetzt anders, dafür kannst du endlich unter Wasser atmen, oder wie? Genau. Alter, ich habe eine blaue Hose an. Ich probiere es nachher aus. Wenn ihr nie wieder was von mir hört, wisst ihr, ich habe es nicht überlebt. Okay. So, neues Viech hier. Der Stachelstein, ziele mit einer Distanzwaffe auf ihn, wenn er wie ein harmloser Stein aussieht. Wie wär's, wenn du es in Zukunft synchronisierst? Ach, du kannst meine ja schön nervig machen. Kannst du ja schön nervig machen. Ja, genau, immer schon weg hier, los. Zerz! So. Die Faker, ey. Mann, ich dachte, okay, das war jetzt Steuerungsprobleme. Quatsch, alles perfekt. Genau, das gehörte dazu. So bewegt man die.
Los. Ist halt, um das Let's Play ein bisschen in die Länge zu strecken, damit wir mehr Geld verdienen und so. Mhm. So, jetzt müssen wir. Moment, wir verdienen im Moment noch gar kein Geld mit Let's Play. Okay, aber wir kriegen, wie gesagt, wie bei der Test bereits gesagt, Taschengeld von unseren Eltern, wenn wir. Stimmt. Ja, so 2 Millionen Euro. Je länger wir ein Let's Play machen, desto mehr Geld kriegen wir. Ja, genau. Also, wir müssen ausrechnen, pro Part kriegen wir so viel Euro, wie für Parts der Let's Play lang ist. Mhm. So, jetzt dürfen wir eigentlich die Karte bekommen, wie immer. Ich glaube, hier war das. Wenn man hier nämlich reinschießt, kriegt man irgendwas Geiles. Nein. Ja, das war toll. Das gab echt schöne Dinge drin. So ja. Wie... Ich weiß nicht. Woher habe ich das? Ich könnte schwören, dass da irgendwas... Okay. Hier, wenn wir jetzt hier nämlich... Soll das Wiegenlied spielen? La la la. La 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 la. Oh, vielleicht kriege ich meinen Text hin. Mhm. Ja, ich hab's noch nie. So, ich versuche jetzt mal einen Trick. Also hier, normalerweise ist es so, dass wir auf derselben Höhe das Wasserpegel verändern, wie wir gerade spielen, aber hier ist es anders jetzt. Und jetzt gibt's mich hier. In die Mitte kommen wir eigentlich nur, wenn wir das Wasser auf dem mittleren Pegel haben, aber ich hab's mal geschafft, mit einem coolen Sprung da reinzukommen. Ich versuch's mal, vielleicht kriege ich es ja hin. Mal gucken, ich muss mich erstmal an der Kante festhalten, damit ich perfekt stehe. Halte ich an der Kante fest, Link. Wehe, du springst jetzt einfach runter. Ich habe nichts gesagt. Offiziell war das jetzt ein perfekter Versuch. Okay, und hier, da den keine Deko-Stäbe verwenden kann, weil sie ihnen viel zu klein sind und ja, würde ich auch, weil sagen die Stäbe, die zu klein sind, erinnern mich zu sehr an meinen kleinen Penis und so. Ne? Sergio, du weißt schon, dass 100 Millionen Leute jetzt deine gesamten Fans glauben, dass du einen kleinen Penis hast, ne? Ja. Deine 100.000. Was machst du da eigentlich gerade für einen Kreuz? Ich muss von so einem Winkel schießen, dass die Pfeile angezündet werden und ich dann das anzünden kann. Verstehst du? Das war viel zu langsam. Ich voll Spasti, ey. Ich könnte mich umbringen, so schlecht bin ich. Ja. Ich würde es natürlich viel besser machen. Ich habe noch nie Zelda gespielt, aber ich mach's besser. So. Weil ich habe ja noch gar nicht das Vigoron-Schwert zum Einsatz gezeigt. So. Wie gesagt, aber der Nachteil ist halt, dass man nicht abwehren kann mit dem Teil, weil es so groß ist. So groß wie mein. Ja. Wie war das nochmal? Hier, die habe ich noch nicht angescannt. Willst du? Vorsicht! Die Killermuschel! Ihre Innen-Blablack-Muschelkappe ist ganz gefährlich! Du musst warten, bis sie offen sind und was mit Distanzwaffe! Okay, alles klar. Ja, guck mal, voll weggebasht sofort. Merkt er, das ist halt. Bam. Navi war doch irgendwie, der hat doch den Preis für nervigste Charakter aller Zeiten bekommen, ja. Wobei ich Five fast noch schlimmer fand, da Skyward Sword. Die Chance, dass du keine Ahnung bekommst, liegt bei 100%. Die Chance, dass du sterben wirst, liegt bei 3,78999999%. Oh. Hier, bitte. Das hat jetzt nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Also ihr merkt schon, ich spiele eigentlich und so, deswegen wird es so viel länger dauern und so sein. Mhm. Ist das so eine Mini-Truhe, die ist ja so... Ja, für den kleinen Schlüssel halt. Na gut, aber dann würde ich mir trotzdem da so einen Tresor an die Wand machen. Wie viele Pfeile willst du jetzt eigentlich noch mal in die Wand ballern? Ich weiß es nicht, bis es klappt. Okay. Also, natürlich wird das dann irgendwann, werde ich dann was rein animieren, dass da was gekommen sei. Und dann freue ich mir einen Keks. Genau, müssen wir am nächsten einfach so spielen, als wäre. Scheiße, jetzt haben wir es gehört. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Also es ist halt immer so, man kämpft sich von Raum zu Raum, kriegt einen Schlüssel und geht weiter. Okay. Dann mal weiter geht's. Was war hier nochmal? Ich glaube, hier ist noch nicht gut, da zu sein. Okay, ich leg mal hier eine Bombe. Sieht zumindest stark nach einer Bombe aus. Nach einer Stelle aus, wo man eine Bombe entstellen kann. Ja, ja, sieht stark nach einer Bombe aus, so. Bodendecke, Wand. So, ich kann schon mal meine wunderschönen Stiefel ausrüsten. Oder, Leute? Ich meine, Bodendecke, Wand, das sieht stark nach Bombe aus. Mhm. So werde ich nur noch spielen, das Spiel, wenn so mit solchen Stiefeln. Weil ich dann so viel schneller bin. Ich sehe gerade alles übrigens. Gut. Oh nein, da kommt da schon wieder die Miespuschel. Mhm. Los, Miespuschel, zeig uns deine Fresse. Die Miesmuschel ist ein ziemlich mieser Gegner, ne? Killermuschel heißt sie doch. Ich sehe so, okay, Killermuschel. Killer ist übrigens ein anderes Wort für Kitzeln. Ah ja, genau, das ist die Killermuschel. Kitzelt einen mit ihrer Mit ihren Perle so kitzelt sie einen so an der Nase. Da ist ja gar keine Perle drin gewesen, da war nur das Muschelwesen drin. Mhm. So, jetzt erhöhen wir den Wasserpegel um ein paar Zentimeter, damit wir hier raufkommen.
Nee, damit dieses Teil nach oben fährt. Frag nicht, wieso das so ist. Es ist halt so. Weil Mamas gesagt hat. Yeah, voll durch die Säule. Hier, das muss man ja hier sogar machen, anders kommt man da nicht ran. Würgeattacke! Was? Ja, gibt's hier die... Gibt's ein Hohenschwert? Nee, es gibt allen Waffen. Und das ist eine... Das war ja diese komischen Skulltooler, wa? Mhm. Kannst du mal sagen, wie spät es ist? Er ist jetzt hier mein Zeit... Achso, ja, wir haben jetzt 10 Minuten, also... Okay, also die Hälfte erst. Ja, ja, genau. Und danach brechen wir die Aufnahme ab und kommt dann nie wieder eine Zelda-Aufnahme. Übrigens, das ist so der letzte Part und so. Ja, das ist unser offizielles Statement, dass wir aufhören. Ja, genau. Deswegen spielen wir auch hier ganz normal und so, weil wir wollen es halt so uncool wie möglich machen, damit auch keiner mehr Lust hat auf uns. Ja, okay. Ich kann ja mal ausprobieren, mit der goldenen Schuppe mal da rumzuschwimmen. Weil ich kann jetzt enorm viel tief tauchen. Okay, jetzt... So, hier mit dem Kopf gegen die Wand. Geht schneller, oder? Jo. So, jetzt haben wir eine weitere Skulptur. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier rein, weil mehr können wir noch nicht machen. Ich gucke zur Sicherheit nochmal. Ich will nichts verpassen, weil ich auch alles Skulptur haben will und sonst was. Was war denn hier zum Beispiel noch? Ach ja, der Tempel. Man muss wirklich ausprobieren, um alles rauszufinden. Anders geht's nicht. Hier kam ich noch nicht weiter, da bin ich mir ganz sicher. Dafür brauche ich was anderes. Was bestimmt ist. Ich werde nicht sagen, was es ist, aber es ist nicht ganz so geil wie das andere Item. Ich fand, das war ein bisschen einfallslos. Das ist ein Endoplataka de Maka. Damit kann man nämlich dann Wände hochlaufen und Wallhack machen. Einfach durch Wände durchlaufen. Ja. Und damit kann man das Spiel dann restlos einfach immer zu Endbossen reinlaufen. Mhm. So ist das. Okay. Aber hast du schon gesehen, du hast in der letzten Video sogar von Commander Game da einen Kommentar gab. Commander Game, ja. Der hat nämlich gesagt, dass das sein Klingelton ist, da diese. Finde ich cool irgendwie. Okay. Ich kann mir selber nichts anfangen, irgendwie der Rest der Welt. Ich bin irgendwie ein komischer Mensch, habe ich das Gefühl. Nein, du bist doch ganz. Und Officer Game, tut mir leid. Aua. Peinlich. Officer Game. Haben wir irgendwas, worüber wir reden können? Na klar. Ja. Na klar haben wir das. Ach so, gut. Muss nur noch sagen, was? Nee. Okay, hier, da habe ich mal verkackt, weil ich nicht wusste, dass dieser Block jetzt hier einen weiteren Weg frei gemacht hat. Weil hier ist ein kleiner Durchgang, wo noch was ist. Deswegen, ja, also, ist ein bisschen fies. Bei der 3DS-Fassung, da wurde es mit der Cutscene etwas verdeutlicht, dass da was ist. Viel mehr. Also ist, ja, hier muss man nicht, bei der 3DS-Version war das recht offensichtlich. Weil man das genau sah, dass da ein Loch ist und sonst was. Okay, ich muss dieses Viecher jetzt befreien. Okay, ich muss so machen. Wieso muss man sie befreien? Das ist doch völliger Quatsch. Um alle Gegner zu töten. Lass mich. Na, mach doch mal hier. Ich hab ihn... So. Komm mal her. Nee. Achso, ich kann die auch befreien von ihrer Stachel, wenn ich gegen sie mit den Enterhaken baller. Das ist sicher noch gar nicht. Wie oft hast du das Spiel durchgespielt schon? 50 Mal. Und du lernst immer noch dazu. Ja. Sehr toll. Das Spiel ist ja nicht so klein wie ein Call of Duty. Na und? Bei Call of Duty, da hat man das Spiel einmal gespielt, dann weiß man alles. Das stimmt nicht. Call of Duty ist ganz komplex und so. Ist viel komplexer als Zelda. Ja. Oh, man hat dich auch umzudrehen. Du brauchst dich nicht schämen für deine Visage. An sich schon, doch. Ja, aber für Muschelverhältnisse, es sieht ja doch ganz okay aus. So geht doch. Damit wie lange willst du jetzt eigentlich erfolgreich sein? Wie holt das? Wie, also, ach, deswegen war schon wieder Partstrecken und so. Mhm, genau. So, da oben muss ich jetzt wieder hochschwimmen. Und ein weiterer Schlüssel. Vielleicht ist da ja die Wand, wo mir Pfeil gegen. Ja, genau, das muss ich nochmal ausprobieren. Nee, passiert nichts. Ah, nee, jetzt werde ich mal hier normal schwimmen. Das will ich mal ausprobieren. Ohne Eisenstiefel, damit ich mal hier Zeit spare und so. 8, 6, 5. Ja, es klappt. Und jetzt einfach so ganz normal schwimmen. Ja, die Kamera ist natürlich... Ja, es geht gerade noch.
Link will nach oben schwimmen. Wie das aussieht, ey. So schwimmt man eigentlich. Das ist so schwimmt man richtig. Man muss sich immer so ein bisschen durch die Wand lipschen, dann schwimmt man in Wirklichkeit auch so richtig. Das ist. Ja, das ist schon. Das macht Sinn. Ja, total. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, an das Controller hier oben komme ich noch nicht ran. Dafür brauche ich was Bestimmtes. Nee, da habe ich einen kürzeren gezogen. Ja. So, wenn ich jetzt hier oben da rein will. Aus welchem Grund auch immer, muss ich ja einfach wieder einen Pfeil durch das Feuer schießen. Ja, was ist Navi? Was? Okay. Mach ich so. Sieh mich darauf auf, dass man das hier Gitter sind. Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Okay, ich habe einen Schlüssel gesammelt, das ist cool. Okay, den Schlüssel braucht man dann voraussichtlich jetzt, um kein Schloss zu öffnen. Jo, das ist der Grund. Was war dann? Ach nee. Ich. Oben war was, oder? Ah, du, auch ganz drüber schon. Aua. Schön. Lass mich. Ich lasse dich auch am Leben, wenn du mich am Leben lässt. Wenn du mich tötest, dann werde ich dich aber nicht am Leben lassen. Eier, habe ich gesagt. Zelda mit. Bietet. Warum sind die Klamotten eigentlich immer gleich aus, die er trägt? Also nur andere Farben. Naja, also das ist halt die Mode in Hyrule. Also für Link. Keine Ahnung, so muss halt der auserwählte Held aussehen. Mit Zipfel, mit Pyjama und Zipfelmütze. Jo. Kasperle-Kostüm halt. Ja, die Steuerung ist einzigartig. Ja, aber das kann man bei so einem alten, geilen Spiel verzeihen. Vielleicht ist da die Wand! Well. Hab ich voll verarscht, ey. Vielleicht ist hinter dir da, muss mit dem Bogen unbedingt noch raufballern. Bestimmt kommt da was. Okay, ich glaube, ich geb's auf. Es kommt da nichts. Ja, ja, da kommt was. Komm's her schon. Mach's weiter. Ich find's lustig. Ja, so. Das muss ich jetzt so machen, weil sonst der Aufzug ohne mich gefahren wäre. Also. Oder Leute, Serge soll das unbedingt weitermachen. Es macht Spaß, wenn Serge irgendwelche Pfeile gegen Wände ballert und sich irgendwie wundert, dass da nichts kommt. Ja, aber ich weiß auch nicht. Was hat das mit meinem Gehirn zu suchen? Jetzt sind wir hier oben und können wir nur mal das Liedchen trällern, damit wir noch weiter nach oben kommen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich hab. Ja, ich glaube, ich bin irgendwie der Meinung, dass ich unbedingt die nächsten Zelda-Lieder singen sollte. Ja. Man merkt, dass ich da unglaubliches, nicht nur Talent, ich bin dann der Waldmeister drin. Ich glaube, das heißt nicht so richtig, dass ich jetzt hier runtergesprungen, wie ich hier wieder normal gemacht habe. Ich habe keinen Schlüssel, deswegen komme ich hier nicht rein. Ach du heiliger Mist. Wie spät ist es jetzt? Noch 2 Minuten hast du, den Schlüssel zu finden und den Tempel zu beenden. Oh, scheiße. Das schaffe ich doch nie. Wie kannst du mir das zumuten? So, ich glaube, hier rechts gab es noch was. Miau. Wieso machst du es nicht über Tauchen? Kann man da nicht lenken, oder wie? Man kann ja nicht so tief tauchen. Irgendwann hat der Link keinen Bock mehr zu tauchen. Ah. Okay, hier waren wir bereits. Bin ich mir recht sicher. Hier waren wir hier drin? Ich glaube ja. Hier kamst du noch nicht weiter, weil dir irgendwas noch gefehlt hat. Genau. Irgendwas. Ich kann mir ziemlich doll denken, was das ist. Nein, kannst du nicht. Klar. Na, was denn? Verlängerter Enterhaken. Das ist falsch. Verdammt. Nur weil ich cool bin. Genau. Da musste ich irgendwie diesen Felsbrocken wegbekommen. Irgendwie, irgendwann, irgendwann, wie oder so. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Link ist ja, na, Moment, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Geistesblitz. Was ist das denn? Ich bin falsch. Ja, da hast du nämlich die Bump gezündet. Meine Güte, ey, ich hatte gehofft, dass es gut laufen wird. Also, man muss schon sagen, Sergio hat natürlich offscreen schon mal alle Zeit hier durchgeübt und kann den ganzen Part alles auswendig. Mhm. Okay, ich glaube, die Zeit sind jetzt um, oder? Das rumgehört. Nö, noch 14 Sekunden, 20 Minuten. Du kannst ein bisschen länger machen dafür, dass du so ein bisschen rumirrst. Jo. Dann ist halt immer ein bisschen längerer Part. Warum denn nicht? So, ich muss jetzt nochmal ganz kurz den Wasserpegel auf maximale Tiefe machen, damit ich in diese Tür reinkomme. Genau, man hier muss dann splitzen in der Wand und slashen in der Wand. Ja, da muss ich eben nach dem Bein beim mittleren Wasserpegel dann da reinkommen.
Das ist das Problem. Weil er schwul ist. Ja, genau, das ist der Grund. Kannst du jetzt probieren, ob du es jetzt nochmal schaffst, darunter zu? Ja, ich versuch's nochmal. Ich will cool sein. Ach Gott. So, den Trick habe ich mich irgendwie so gemacht. Ich bin dann, einen Seitwärtssprung gemacht. So ungefähr habe ich es geschafft. Ich habe einen Schlag nach vorne gemacht, damit ich dahin falle. Gib's doch zu, dass es vom Speedrunner nur gesehen und noch nie selber geschafft. Doch, ich habe es selbst geschafft, ich schwöre es. Ja, komm, lüg nicht. Ich lüge nicht. Lüg nicht. Du lügst schon wieder. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Du lügst schon wieder. Ja. Schon wieder lügst du. Selbst er spielt es gerade nicht, sondern es ist auch nur eine Videoaufzeichnung von einem Speedrunner. Deswegen ist er auch so schnell. Ja, und lauf immer an allem vorbei. Hör auf zu lügen. Okay. Warum machst du eigentlich so hektisch? Weil es cool aussieht. Wenn man es kann. Wenn man es kann, aber du verkackst es ja immer 300 Mal, bevor du es schaffst. Okay. Wenn ich jetzt die Sache gefunden habe, die wichtig war, dann werden wir den Schritt machen. Also ich glaube, ich bin auf den rechten Weg. Dann. Tö. Genau. Wolltest du gerade sagen? Dann, Tante. Genau. Tante. In dem Moment kann ich ja gleich mal Werbung machen und so. Oh. Dein geiles Display, ja. Ja, genau. Von Tante Inferno. Ist die Tante von... Ist halt die Tante vom Teufel und die besucht wird von Dante besucht. Deswegen heißt es Tante Inferno. Ich bin wieder falsch. Ich verlaufe mich die ganze Zeit. Wie gesagt, der Tempel ist verwinkelt, musst du schon zugeben. Ich weiß genau, wo du lang musst. Du musst links, rechts, rechts, links und dann musst du nach Osten. Also mit links muss man natürlich mal nach links, das. Ja, der war gut. Hä? Link, verstehst du? Link, links. Link, links. Ja. Macht Sinn. Warst du da jetzt nicht schon 10-mal hingegangen? Ja, war ich. Gott! Was suche ich da nochmal? Ah, genau, ich muss zu den Fackeln, ja. Zu den Fackeln. Hey, Fackeln! Fackeln. Ja, wenn ich fluchen werde, werde ich einfach an Ellen ranhängen, damit es jugendfrei bleibt. Ach, Fackeln! Nochmal hier. So ein Fackeln nochmal hier. Mann. Nee, wenn du wirklich jemanden hart beleidigen willst, musst du schreien, ach du verkackter Justin Bieber. Ja, yeah. Oh Gott, ey, das ist sehr hart. Ja. Alter, ey. Justin Bieber nochmal hier. Ich würde durchdrehen, würde jemand sowas von mir sagen. Ich glaube, ich würde Amok laufen. Ja, ich auch. Ich glaube schon, obwohl. So, ich habe jetzt mein Problem gelöst. Das Problem gelöst. So, Bombe. Du musst das für mich lösen. Das wäre echt Bombe. Ja, Bombe, ey. Schützer, schild dich vor der Bombe? Ja, ich habe ja abgewehrt. So. Einmal noch reinschießen zum Abschluss. Passiert nichts. Okay, cool. Dann sehen wir uns im nächsten Part und dann werden wir noch weiter den Wasser-Tempel erkunden und hoffentlich etwas schneller vorankommen als heute in diesem Part. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part mit Lilias natürlich weiterhin. Genau. Wir sehen uns im nächsten Part wieder im Waldtempel, ne? Ja, haben wir wirklich. Ich gehe noch extra hin, weil ich nichts vergessen habe. So. Jetzt stell dich mal vor, dieses Schild zum Abschluss. Davor? Ja, da. Ja, hier, das ist genau. Genau, da ist das Ding, wo ja nichts drin war. Bis gleich. Tschüssi. Die Kamera ist entzündlich, so ein Mist. Okay, tschüss.